Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black. Ja, und wir befinden uns hier in der in Thorins Halle bei Dvalin, den wir direkt mal ansprechen wollten. Das wollten wir ja in der letzten Folge machen. Allerdings vorher noch zwei Sachen. Erstens ist ja ein Mega-Patch wieder rausgekommen, eine neue Erweiterung. Zweitens gab's ein neues Geschenk, ein 8-Jahres-Geschenkkästchen, was ich mal schauen will. Gab's auch eine neue Benutzeroberflächenporträt. Tatsächlich, wie sieht das denn aus? Auch nicht anders als das 7 Jahre. Naja, doch ein paar Ehren mehr. Aber ich nehme das VIP, weil ich VIP bin. So, das ist zu sagen. Und ich habe auch offscreen mal ein bisschen was mit Bolzenil machen können. Der Zufallsgenerator hat zugeschlagen. Entsprechend, wenn wir hier reingucken, sehen wir halt auch, dass ich hier einige Sachen schon auf derzeitiges Max habe. Hier, wo ist es? Wo ist es? Hier. Ja, 31 von 31, 31 von 31, 31 von 31, ja, also wie gesagt, fast alles, was hier oben drin ist, 3 von 4, glaube ich, eins bin ich schon relativ weit, ein zweites, da fehlt noch ein bisschen mehr Aufrichtigkeit, da bin ich bei 22 von 25, hier bei für 31, hier 25 von 31. Das Maximum ist natürlich immer ungefähr die Hälfte von dem, was man hat, also hier 62 durch 2, 31, ungefähr sage ich, weil 31,5 steht da nicht, wenn ich 63 werde. No? So, gut, jetzt reden wir aber mal mit Dvalin. Es geht um die mitreisenden Worte, also um die Runenbewahrer-Quest. So. Seid gegrüßt, Bolzenil. Ja, ich habe schon viel von euch gehört. Auch ich kenne mich zu einem gewissen Grad mit Runen aus. Als Thorins Gemeinschaft den Eisernen Berg zurückerobert hatte, verbargen wir den Schatz und schützten ihn mit unseren eigenen Runen. Dvalin scheint entrückt. Als ob er sich an etwas erinnert, das lange vergessen war. Dann lächelt er. Aber genug von mir. Ich habe euch hergebeten, weil ihr bei einer Sache von großer Wichtigkeit für die Rückeroberung von Khazad Dûm helfen könnt. Bitte schenkt mir Gehör. Es gibt Ärger in den Zulauf von Ered Luin, doch dies ist nicht die einzige Schwierigkeit. Ich hörte viele Gerüchte über Gnallath, eine uralte Spinne, die sich in den Besitz eines besonderen richtigen Runensteins der Zwerge gelangt ist. Wenn ihr euch dieser Herausforderung stellen wollt, kehrt zum Steinfundament zurück und sucht entlang der nördlichen Rand der Region nach Tutzelgrund. Nördlich von Tutzelgrund werdet ihr Gnallalalala finden. Ich möchte euch diesen Runenstein, dass ihr diesen Runenstein in euren Besitz bringt und dann Marus übergebt. Er wird wissen, was damit zu tun ist. Gut, das war mein Handy. Das hat gerade das Zeichen gegeben, dass wir wohl doch nochmal nach Moria zurückkehren müssen. Allerdings wahrscheinlich nur ein kurzer Abstecher. So, und da sind wir auch schon vor der Höhle angekommen. Ich gehe mal vom Tierchen runter und werde mich mal voll füttern, denn, ja, Spinnen, ihr wisst schon, ich habe das Falsche gegessen. Ich wollte eigentlich erstmal das da unten alle machen. Naja, gut, egal. So. Und so. Okay. So, und jetzt müssen wir uns erstmal da reinkämpfen, denn ich will ungern reinreiten. Ihr wisst ja, das reitet mich immer rein. Ja, dann holen wir uns die Spinne. Das hätte uns der Typ aber auch sagen können. Wer hätte ich nicht erst zu Dvalin gemusst? Ja, hätte der dem einfach gesagt, ja, er sagt ja mal, die soll mal die Runen da rausholen. Alles andere ist okay. Toll. Ja. Dann hätte ich das nämlich gleich mit verabschiedet, also mitgemacht. Aber hätte Fahrradkette, jetzt sind wir da und müssen halt nochmal in den Höhlen im Steinfundament durch die Gegend gurken. Naja. Aber so ist es immer. Da freut man sich auf draußen und naja, man ist nie wirklich richtig draußen. Oh, hallo. So. Bist du noch nicht tot? Nein, bist du nicht. So, und so. Und einmal Wortgestöber hinterher. Wunderbar. Okay, wir ziehen weiter voran und ziehen uns warm an. Da hinten ist, glaube ich, auch schon das, was wir brauchen. Diese Glops-Naga-Spinne. So. Kalianaf oder auch immer. Spinni halt. Spinni Mac Spin Spin. Ein kleiner Spinner, der ist gleich hinner. So.
Das war's. Ihr habt den Runenstein beschafft. Jetzt können wir auch schon ganz auffällig, unauffällig zurückgehen. Und dafür kann ich, glaube ich, auch den Reittier hier nutzen. Weil wir sind ja schon geritten wie ein Wild. Wie ein Wild vor allem. Wir sind schon hier durchgeritten, haben ja schon einiges weggeschnetzelt. Ich gehe mal von aus, da dürfte nicht viel im Weg stehen. Das meinte ich damit. Wenn ich denn den richtigen Weg finde. Ja, okay, ist der richtige. Gut. Dann hier unten um die Ecke, da müsste dann auch irgendwo so ein, ja, so eine Schnellziege sein. So eine Schnellreiseziege. Dann gehen wir da mal hin. Und, ja, sind wieder in der überschatteten Zuflucht. Von der werden wir uns, dann abgeben. Ich glaube zumindest, dass ich da abgeben muss. Ja, auf jeden Fall. Und dann sehen wir weiter. Ob es noch was gibt, ich weiß es nicht. Muss ich sagen. Wir werden es sehen. Du da, du da. So, überschattete Zuflucht. Hallo, ich muss mal kurz hier reisen. Wunderbar. Wo steht der Typ jetzt gleich? Der stand da hier irgendwo. Ah, hier, genau. Marus, bitteschön. Der Schatten Mordors wird sich nicht für lange in den Hallen Khazad-Dûms breit machen. Ja, lass mich quatschen. Was habt ihr da, Bolzeniel? Unglaublich! Das ist eine uralte Rune der Wiederherstellung. Marus runzelt die Stirn, als er sich den Runenstein genauer ansieht. Es scheint, dass dieser Stein in der Finsternis von Khazad-Dûm viel widerlicher Verderbtheit ausgesetzt war. Wir werden tun, was in unserer Macht steht, um diesen Stein wieder zu seiner früheren Kraft zu verhelfen. Juhu, Folgequest. Wir haben nicht viel Zeit für eine Unterhaltung. Wichtige Ereignisse haben ihren Anfang genommen. Lang vergessene Geheimnisse optional ist, das ist aber keine, ne? Wir müssen diesem Runenstein seine frühere Kraft zurückgeben, Bolzendiel. Es gibt keinen Zweifel daran, dass eine üble Macht diesen Stein verderbt hat. Es gibt einen finster, grimmigen Helgewiffel, blablabla. Dieser Stein strömt seine widerliche Verderbtheit aus von Helgewiffel. Ist bekannt, dass er sein Lager zuletzt in der 16. Halle nördlich von hier war. Beschwört ihn, indem ihr den mit dem Runenstein und tötet ihn. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr Erfolg hattet. Wir werden sehen, ob die Verderbtheit des Steins rückgängig gemacht werden kann. Gut. Wir müssen dazu also in der 21. Halle ein bisschen was machen. Das mache ich aber jetzt nicht. Habe ich gerade so beschlossen, ganz eiskalt, denn ja, Gruppenquest. Ich will die Quest auf jeden Fall machen, aber das ist eine Gruppenquest und die ist optional. Insofern werde ich die optional mal ganz optional nach hinten verschieben. So, wir gucken jetzt mal, wo wir hier hinten kommen. In die erste Halle. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann reise ich direkt mal dahin. Schlumm. Ich habe übrigens den langen Weg genommen, deswegen habe ich auch gecuttet. So. Wir nehmen jetzt die Abkürzung. Hätte ich gleich gesehen, dass ja in die überschattete Zukunftsflucht hieß, so hieß es ja hier unten. Ich habe halt nach dem Steinfundament gesucht. Nee, war nicht da. Ich muss in die überschattete Zuflucht. Und, naja, gut. So, den Weg hier, ich glaube, das, ja, jetzt brauche ich nicht schneiden. Das ist ja Unsinn. Wir machen weiter. Ordentlich voll gefuttert bin ich auch mal wieder. Entweder liegt es am Futter natürlich. Was war das hier eigentlich? 59 Wille, ja. Aber man kam auch ein bisschen besser durch, als ich in Erinnerung habe. Weil die Spinnen ja nicht so das Problem waren. Aber vielleicht liegt es eben auch daran, dass ich die Tat mal ordentlich hochgelevelt habe. Weil da ist ja schon einiges zusammengekommen. Pfad der Rune der Wiederherstellung ist fertig und hat mir noch einen Klasseneigenschaftspunkt gegeben. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Den sollte ich bei Gelegenheit mal verteilen. Dann mache ich wieder in aller Ruhe offscreen. Wie gesagt, mein Bild ist hier sowieso nicht der beste. So, du kannst hoffentlich erstmal wieder raus. Die Ziege holen wir uns später wieder, wenn wir sie wieder brauchen. Jetzt brauche ich sie nicht. Jetzt geht's an die normalen Quests. Diese lang vergessenen Geheimnisse, die lassen wir mal, wie sie sind. Das nehmen wir noch mit raus. Den anderen Zeugs kann ich auch mit rausnehmen. Komm, was soll's. So. Die hier noch nicht. Ich hab's immer noch nicht geschafft, diese Mineneisenarbeiter da zu maxen. Aber naja, was soll's. So, zerstört Moria-Belagerungsmaschinen und Moria-Katapulte ist das nächste. Ja, da sind ja, wie wir uns erinnern, einige Orks aus der Höhle gekommen. Und diese Höhle, die ist von reicherlichen Kassaskarn umgeben. Und naja, die belagern jetzt gerade Lothlorien. Und das darf natürlich nicht sein. Nein. Da versuche ich zu helfen. So, hallo. Macht mein Tierchen.
So, ich werde mal wieder absteigen und mich hier ein bisschen reinkämpfen. Wir haben ja entsprechend Zeit, das passt schon. Und da drin sehe ich auch schon das erste Katapult. Sollte also kein Problem sein. Beziehungsweise sieht eher wie ein Belagerungsturm aus. Bin auch ein kleiner. Weiß nicht, ob man so kleine Belagerungstürme braucht. Ich hätte da vielleicht eher Leitern genommen. Bei der Höhe ist ja in Anführungsstrichen nur doppelte Höhe von Menschen, beziehungsweise maximal dreifache. Das ist zwar auch schon relativ hoch, das muss man zugeben, aber vielleicht wären da Leitern einfacher. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Belagerungsexperte. So. Zumal es ja halt so ist, damals mussten solche Belagerungsmaschinen, die wurden dann immer vor Ort zusammengebaut. Die wurden ja nicht anders als zum Beispiel bei Civ oder ähnlichem, wo die Katapulte hin und her geschoben werden, wurden die ja nicht die ganze Zeit mitgeschleppt. Nein, die wurden vor Ort zusammengebaut, vor dem Ort, den man belagert, vor der Festung, vor der Burg, vor der Stadt, und wurden dann eingesetzt. Entsprechend hat sich das immer ein bisschen gezogen, aber ja, wie gesagt, und da ist es dann natürlich auch leichter, anstatt eines Turms Leitern zu bauen, weil die einfacher gehen. Kommt halt darauf an, hat man Zeit? Wenn man Zeit hat, kann man auch genauso gut sagen, ja, okay, wir bauen Belagerungstürme, ist ja ein bisschen sicherer, ein bisschen massiver und so. Wenn man aber, sag mal, wenn die anderen Verstärkung erwarten wären, wäre vielleicht Leitern besser gewesen. Ja, gut. Da habe ich mich nochmal rausgehandelt und reingeredet. Dann sehen wir weiter. So, das blöde Totem hier töten wir auch. Okay. Damit wären alle Katapulte hinüber, fehlen nur noch ein, zwei Belagerungstürme. Und Lust, hast du Lust? So. Den machen wir natürlich auch nochmal platt. Einfach, wenn wir es können. Bam. Wunderbar. Da ist noch ein Belagerungsturm. Der Meister, der wird entlagert. Den lagere ich mal kurz aus. So, Belagerungsmeister 3 von 8, das muss ich auch noch machen. Na gut zu wissen. So, hier sind auf jeden Fall keine Türme, meine ich. Bist du ein Belagerungsmeister? Nein, du bist nur ein Abgesandter aus Moria. Na komm, keine Ahnung, ob ich den brauche oder nicht. Seine Abgesandtheit wird jetzt abgeschieden. So. Der Ork-Abgesandte bei Drummelbummel wurde besiegt. Ich wusste es doch, da war was. So, Moria-Belagerungsexperte, den nehmen wir auch mit. Und zwei weitere Abgesandte müssen wir eh töten. So, das ist okay. Ist okay, wir haben zu tun. Ah, das Totem. So, unter mich, was fällt der hier aus? Da haben wir noch einen Belagerungsmeister. Ich bleib gleich mal hier, solange es welche gibt, ne? Zip. Hallo. Hallo. So, 5 von 8. Sehr schön. Hier. Ork-Saboteur. Da hinten haben wir auch noch einen Katapult. Also so ein Belagerungsturm. Müsste dann auch der letzte sein. Zuvor, bevor wir dahinter gehen, nehme ich mir den da mal mit. Hep. Und hep. Und hep. Ich weiß nämlich nicht, ob die Belagerungsmeister auch draußen rumgurken. Und wenn wir schon mal da sind. Nee. So, da steht auch noch so ein Mob mit Namen. Also, steht gleich nicht mehr, aber ihr wisst schon, was ich meine. So. Genau der da. Achso. Der Erkunder. So, und zerstören. Wunderbar. Das Ding ist angekugelt. Damit hätten wir das. Belagerungsmeister werden mir hier angezeigt, aber ich nehme an, dass ich die auch noch irgendwo anders vermeistern kann. Berserker, Belagerungsmeister, da siehst du. Nehmen wir den mal. Da. Hep. Und hepp. Und hepp. Immer rein da. So, 7 von 8. Sehr schön. Ich mache die hier weiter, weil ich, wie gesagt, der Meinung bin, oder ich bezweifle, dass die arg großartig woanders rumstehen. Und dann, ja, warum nicht, ne? Ihr wisst schon. So. Und so. Na komm, fall um. Gut, gut. Dankeschön.
Da ist der nächste. Hier ist nochmal der Gesandte. Den brauchen wir aber, glaube ich, nicht mehr. Ja, aber ich werde den trotzdem nochmal umbringen. Einfach, weil ich kann. So. Okay. Ja, komm. Die schicken mir zu viele Gesandte. Wahrscheinlich hat der, haben die Moria-Typen schon gesagt, ah, der fällt eh bald um. Im hellen Sonnenlicht, ich schicke gleich die nächsten. So wird es gewesen sein. So, jetzt haben wir ein bisschen was oben, ein bisschen was unten. Gut so, gut so, gut so. Wird doch, wird doch. Ich gehe erstmal in Richtung Tür zum Abgeben und dann weiter hoch, um vermutlich dann einen Gesandten abzuknallen. Ich weiß es nicht. Handtasche hat gelevelt. 29 Punkte. Ich glaube, da kann ich eh noch nicht viel machen. Insofern ist gut. Ich muss eh mal wieder gucken, was hatte ich denn eigentlich ausgerüstet? Die Tatsache, dass ich so ewig nicht gespielt habe, nämlich die 2 Wochen, also zumindest nicht mit Botaniel, die bringen da schon was raus. So, was, achso, der ist mir gefolgt da unten, der Sack. So, Stück von Durin Stein, das nehmen wir auch gleich noch mit. Hallo? Hallo? So, und so, und so. Ah, der holt uns auch gleich hier. Und drauf da und drauf da. Okay. Erst einmal ein Stück von Durins Stein. Genau, das sammeln wir auch mit ein. 1 von 6. Sehr schön. Na, weg mit dir. Und dann haben wir hier auch noch. Waren offensichtlich nur die Steine, die hier angezeigt werden. Nehme ich mal stark an. Unten ist auch noch ein Stück. Hier sind jede Menge Steine. Und die wollen die da unten mit dem Katapult verschießen oder sowas. Oder sowas. Das macht man aber nicht. So. Okay. Oh, guck mal, der Abgesandte. Da ist er ja. Entschuldigung, dass ich dich gerade nicht beachtet habe. Kommt nie wieder vor. Tschüss. So, ein Ork, ihr wisst schon, ein Ork-Abgesandter, der wurde besiegt. Hier haben wir noch einen Saboteur, der sabotiert mich gerade beim Stein aufheben. So. Hat Bolzeniel heute ganz schön zu schleppen hier, wenn sie die dicken Brocken hier durch die Gegend schleppt. Aber gut, das wird dann schon so stimmen. Ist ja eine starke Braut, unsere Bolzeniel. So. 5. Und den letzten hatten wir ja da unten gesehen. Bei dem Katapult. Deswegen gehen wir da auch mal hin. Und werden den Katapulten. Und ja, ich weiß, dass das Katapult heißt, aber das ist ja Wurst. So. Umfallen. Umfallen. Dankeschön. Den Saboteur räumen wir am besten gleich mal aus dem Weg. Der wird uns eh ankacken. So. So. Tschüssi. Okay. Das hätten wir. Und oben ist nur abzugeben. Okay, dann hatte ich mich geirrt. Dann werden wir erstmal weitermachen und wir werden dann zurückreiten zum Abgeben. Ich denke, das... Oder? Ach, weißt du was? Komm, scheiß drauf. Wir reiten nochmal schnell hoch, geben ab. Vielleicht kriegen wir ja Folgequests, die wir eventuell dadurch ja, miterledigen können. Gleich noch mit... Ihr wisst schon, was ich meine. Wobei ich glaube, eins von denen war schon eine Folgequest. Aber ja, was ich glaube, ist ja Wurst. Okay, wir sind hier hinten beim Lager und lagern dort, was wir sind. Nämlich ein. So. Hier hinten, guck mal hier, ich habe da was für dich. Bitteschön. Oh, Level up. Merkt man am Leck. Die Rettung eines Vermächtnisses besiegt Ishtash. Nehme ich doch gerne an. Dann hätten wir hier noch... Kriegsmeister beenden. Hört euch alles an, nochmal annehmen. Habe. Wie ich bereits sagte, jede Menge Folgequests. Hier, Fluch des Wegens beenden. Kriegsherold, nochmal annehmen. Das hier lehnen wir ab. Und dann müsst ihr ja nicht alles her haben. Erst einmal. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sind in. Ja, im freien Himmel, im Wald.
Wir haben es geschafft, aus Moria rauszukommen. Diesmal wahrscheinlich länger. Und das ist doch eine tolle Sache. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Und tschüss.